Den 10. Mai 1940 überfällt die preisische Wehrmacht auch das Neutralt auf Freit Lützeburg. Den 2. August 1940 ernennt Adolf Hitler unter seiner persönlicher Verantwortung den Gauleiter von Koblenz-Trier, Gustav Simon, zum Chef der Zivilverwaltung von Lützeburg. Dem Gauleiter seine Mission ist, Lützeburg als ein Abo zu nazifizieren. Am Kader von dieser Politik dekretiert hier mit dem Akkord von Hitler den 30. August 1942 die preisische Wehrpflicht für die Lützeburger Jungen. Direkt angezogen ging Geburtsjahrgang 1920 bis 1924, später dann auch nach 1925 und 1926. Der Jahrgang 1927 war schon gemustert. Lützeburger antwortete mit Streik und anderen Protesten. Der Gauleiter verhängt Standrecht über das Land und setzt ein Standgericht an. 21 Personen gehen exekutiert. 45 kommen durch ein KZ. Am 293 gehen mehr oder weniger lang festgehalten. 337 junge Mädchen gehen in Deutschland deportiert. Die abberufenen Jungen haben einen schweren Gewissenskonflikt. Entweder diese die verhasste preisische Uniform un, er ging an den Krieg gezwungen, den hier nicht aus, oder sie verschwanden an der Illegalität als Refraktär oder EWD, weil der Plötzeburgisch sich verstoppen heißt. Damit riskieren sie aber Todesstrafe und liefern ihre ganze Familien der Umsiedlung aus. Weil die Nazien und noch besonders preisische Militärverwaltung ganz genau wussten, dass der Plötzeburger als preisische Soldaten absolut kein Verlust ist, praktiziert der Gauleiter die sogenannte Sippenhaft. So kann hier die Familie von denen, die innergedacht sie verfolgen und misshandeln. Diese Mesur wird durch die Verordnung vom 10. Juli 1943, rückwirkend auf den 30. August 1942, den Tag von der Aufhebung von der Zwangsrekrutierung, offiziell sanktioniert. Ein Ritsch von den Jungen, die sich der Wehrmacht entzogen hatten, wird verhaftet. Sie kommen für einen preisischen Kriegsgericht und gehen entweder zum Tod oder zu hohen Prisonsstrafe verurteilt. Die Prisonszeit am Krieg zählt nicht. Die sollte recht nur im Krieg aufgesetzt gehen. So fanden wir zum Beispiel Lützeburger zwangsrekrutiert als Wehrmachtsprisonier an den Prisonen von Bautzen, Breslau, Hautfurzwerf, Butzbach, Dietz-Lahn, Frankfurt-Main, Görlitz, Graz, Hamburg, Innsbruck, Kassel, Koblenz, Lützeburg, Metz, Rheinbach, Saarbrücken, Siegburg, Torgau, Trier, Wien und Wittlich. Ein Teil von diesen Prisonieren können später, weil sie unwürdig für eine Bewährung unter Front sind, an die berüchtigten Emslandlehrer von der Justizverwaltung nur bei der holländischen Grenze, auch nach Moorlehrer genannt. Die lassen sich, was die Behandlung von den Prisonieren angeht, ganz gut mit den KZ vergleichen. So wurden am Lehrer 1 Bürgermoor 23 Lützeburger, am Lehrer 2 Aschendorfer Moor 53 Lützeburger, am Lehrer 3 Brualrede, Lützeburger, am Lehrer 4 Walschum, 18 Lützeburger, am Lehrer 5 Neususstrum, 12 Lützeburger, und am Lehrer 7 Esterwegen, bekannt als Hölle am Waldesrand, 20 Lützeburger. Einzel von diesen Gefangenen sitzen am Meer wie engem Lehrer, sodass den diese Zölle nicht einfach addieren kann, für zu wissen, wie viele da eigentlich genau da waren. Ein Ritsch von diesen Gefangenen hat in keinen Umständen an den von den Alliierten fallen dürfen. Weil den Hitler gefährdet tut, die Alliierten Truppen gingen auch nach einer Landung an der Küste von Schleswig-Holstein versichern, sind Lützeburger Prisonier an das verrufene Zuchthaus Sonnenburg verloren gegangen.
Sonnenburg, heute Słońsk, in Polen, liegt 95 km östlich von Berlin. Die ersten Gebäude sind Ende 1832, Anfang 1833 abgerichtet worden. 1872 wird die Prison vergrößert. Wegen schlechter sanitären Konditionen muss die Anstalt Ende 1931 zugemacht werden. Das verhindert aber nicht, dass die Nazis den 20. März 1933 dezidieren, ein von den ersten KZ in Deutschland an dem früheren Zuchthaus anzurichten. Er sich für allem deutsche Sozialisten, Kommunisten und Pazifisten gesperrt ging. Vom 23. April 1934 an funktioniert Lehrer Nees als Zuchthaus. Am April 1942 kommen die ersten sogenannten NN, Nacht- und Nebelhäftlinge. Die verhaften Resistenzler, die nicht bannend artig zum Tod verurteilt und hingerichtet können gehen, bringt Gestapo zur Abschreckung heimlich nach Deutschland. Sie geht komplett isoliert, alle Kontakte mit ihnen sind strengstens verboten. Ihren Zustand kann ihn am besten als zivilen Tod bezeichnen. Zu Sonnenburg wurden nicht mehr verurteilt Belgisch, Französisch, Holländisch und Norwegisch und ein Prisonier angesperrt. Es ist aber kein Dohi gerichtet worden. Wie trotzdem die Resistenz am besetzten Westeuropa immer mehr stärker ist, unterschreibt Adolf Hitler am 30. Juli 1944 den sogenannten Terror- und Sabotageerlass mit nach mehr drakonischen Mesuren. Denn ein Prisonier kommen nur ganz an den Händen der Gestapo. Aus diesem Grund, die von Oktober 1944 an, fiel ein Prisonier für Sonnenburg verloren, meistens an KZ Sachsenhausen. An ihr Platz kommen Wehrmachtshäftlinge aus dem Emsland, darunter auch Lützeburger. Wie durch die Eroberung von Aachen, den 21. Oktober 1944, das Land von den alliierten Truppen direkt bedroht vor, dezidiert die preußische Verwaltung, all an ihren Ehren gefährlich Prisonier, in der Ehren auch die Ausländer an den Rittschwermachtshäftlinge, als potenziell Gefahr für die preußische Wehrmacht nach Sonnenburg zu transportieren. Das leitet demnächst nach weiter weg von der russischen Front. Vom 11. November 1944 an, gehen wenigstens 4 Transporter Lützeburger aus dem Emsland auf Sonnenburg bräucht. Wie viel es da waren, ist nicht genau gewusst, weil die nötige Unterlagen nicht mehr bestehen. Es ist aber bekannt, dass den 1. November 1944 99 Lützeburger an den Emsland Lehrer gesucht sind. An diesem Prison, in dem an einer süppischen Gegend leid, sind die Lebensbedingungen ganz schlecht. Bei mehr wie mehr im Kast, schwer körperliche Arbeit und unhygienische Konditionen gehen Prisonier nach von der Gichterscher Kuschen nähert. Sonnenburg. Fast 8 Monate lang musste ich in diesem Stall leben. Eigentlich ist das Wort Stall hier fehl am Platz. Ich habe noch kein Schwein gesehen, das unter solchen Bedingungen leben musste. Wir hatten keine Pritschen. Auf dem Boden lag nur etwas Stroh, auf dem wir schlafen sollten. Wir durften uns nicht waschen. Dieselbe Kleidung trugen wir den ganzen Tag und die ganze Nacht. Langsam wurde sie steif von Schmutz und Schweiß. Das war ein Paradies für Läuse. Im Dunkeln kamen noch unzählige Kakerlaken dazu. Wir waren hilflos. Selbst wenn wir schon Tausende getötet hatten, kamen immer neue hinzu. Manche Häftlinge schwollen so an, dass man sie kaum erkennen konnte. Es gab so gut wie keine medizinische Betreuung im Gefängnis. Kranke durften nicht spazieren gehen und die Essportion war um 20% geringer. Sie wurden noch schlimmer behandelt als die Arbeitenden. Die Pfleger schikanierten sie, schlugen und beklauten sie und so weiter. Diese Verbrecher handelten mit den Goldzähnen, die sie den Verstorbenen gestohlen hatten. Statt die Kranken zu pflegen, halfen sie ihnen in den Tod. Die Kranken starben, mit Exkrementen und Ungeziefer bedeckt. Ich habe solche gesehen, die mit Geschwüren bedeckt vor Schmerz heulten.
Statt Medizin bekam sie bloß Schläge. Ausgehungert. Erniedrigt. Geschlagen. Und vom Ungeziefer angefressen, waren sie anfällig für alle Krankheiten. Den 21. Januar 1945 bedreht die russische Armee direkt Sonnenburg. Du kriegst den Chef von der Gestapo-Stelle Frankfurt an der Oder, den SS-Obersturmbannführer Heinz Richter, den Oder von Berlin, all sogenannte gefährlich Prisonier für Sonnenburg zu schießen. Diesen Oder feiert den SS-Obersturmführer Wilhelm Nickel mit einem SS-Kommando von enger 20 Mann aus. Dieses Kommando könnte den 30. Januar 1945 gegen 6 Uhr abends an der Prison auf Sonnenburg. Heißt sich dann eine Kommission von Prisonsbeamten unter der Leitung vom Prisonsdirektor, dem Regierungsrat Theodor Knops, die sogenannten gefährlich Gefangenen heraus. Darin sind hauptsächlich Ausländer. Das paar Leute dezidieren über Leben und Tod von den Häftlingen. Sie sprechen gegen alle Recht an Gesetz, ohne Verhör und ohne Telefon einem Advokat, an kurzer Zeit Todesurteil über mehr als 800 Prisonier. Gegen 10 Uhr abends geht Gemetzels los. Die ersten 10 Prisonier gehen aus ihren Zellen geholt, bei der Mauer vom Wirtschaftshaft beruhigt und dadurch Genickschuss umbeugt. Da können 3 und die nächsten 10 und so weiter immer dieselbe Prozedur. Den 2. Februar 1945 sind Soldaten von der sowjetischen 8. Gardearmee zu Sonnenburg angeregt. Am Prison fanden sie 819 Leichen und 4 Überlebende. Moi, étant blessé, je suis resté au moins encore une bonne heure en connaissance. Et puis je me suis évanoui. Le lendemain matin, je me suis éveillé. Je me suis relevé et me suis caché dans un égout jusqu'à la tombée de la nuit. Alors j'en suis sorti et j'ai dû repasser sur les corps de mes camarades morts pour entrer dans un atelier. Premièrement, pour me cacher. Deuxièmement, pour regarder à me mettre quelque chose sur le dos, car j'étais littéralement gelé. C'est dans cet atelier que j'ai retrouvé 3 autres blessés qui s'y trouvaient déjà cachés. Bei all innerlehren über des Ereignisse gove von den Preisen zerstört. Aufgrund von Aussagen von Überlebenden, von Prisonspersonal und von verschiedenen Dokumenten konnte eine Lust mit 92 Nimm aufgestellt gehen, von denen man einer gewissen Sicherheit angeholt, dass sie zu Sonnenburg angesperrt wurden. Von diesen 92 aus nimm in ein heimkommen, hier wurde kein Zwangsrekrutiert. Speziell um die Litzebäuer Affe erinnern am heutigen polnischen Swoinsk, sind dem 3. September 1974 ein Plak an der Fassade vom Musee seit dem 16. August 1986, ein Monument, auch vom 30. April 1995 an, auch ein Ehrenplatz auf dem Erle-Prisonskirchen von Sonnenburg.